So, ich gehe mal ins Badezimmer. Irgendwas kann. Warte mal, wenn hier die Wasserleitung lang geht, kann ich den Schwamm da nicht reinstopfen? Nein. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Gott. Ich glaube, ich stelle mich schon wieder dümmer an, als ich eigentlich bin. Komm, nimm doch den Zahnbohrer. Nein, kann ich irgendwas anbohren hier? Sieht nicht danach aus. So wird das Messer. Was, wenn ich plötzlich eine Kom. Klar, du und. Ja, gut. Kann ich das Rohr anbohren oder irgendwie das Ding? Ich kann doch nicht die städtische Trinkwasserversorgung anbohren. Oh, nanu, geht doch. Dachte, er hat das jetzt angebohrt. Wieso passiert denn dann nichts? Ich kann doch nicht die städtische. Oh, nanu, geht doch. Ich kann doch nicht die. Oh, nanu. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Ich frag gar nicht erst. Zu Tonis Hütte. Ah, jetzt weiß ich, wofür die Handschuhe sind. Mit den Handschuhen kann ich nämlich die Chilischote mir greifen. Ich frage mich mit dem Zahn oder. Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Verdammt. Ach, wäre ja auch zu schön gewesen. Na gut. Also, ich habe jetzt die Bohne. Was brauche ich noch? Wasser, energiereiches Wasser, klares Wasser, belebende Flüssigkeit, schwarzes Pulver, besonders aufputschend. Okay. Kanton. Gehe ich zu Toni? Nein, ich gehe erst noch mal in die. Ich gehe erst noch mal dahin. Kann ich mit dem Dartpfeil? Der Stier tut mir jetzt schon leid. Scheinbar geht das nicht. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Ja, schon klar. Den Schwamm, komm, gib mir den Schwamm. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingenzieher, Lust und Seife.
Also er stellt ja Anforderungen, das ist ja Luft und Seife, alles klar. Hat Wenzel in seinem Haus Seife? Wenzel hat keine Seife. Wie schade aber auch. Sieht so aus, als sei Toni im Lager. Wenn ich da jetzt rein. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evel Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ja. Das mit der Hügelkuppe war schon sehr lustig. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Also, jetzt mal ganz im Ernst, das hätte auch ein Spruch sein können, der von einer Blutelfe aus WoW kommt. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ah, ich weiß, wo ich das Schwarzpulver herkriege. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Oh, alles Hast du zufällig klar. Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch Schonkaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte. Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ich mag diese Frau. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Gewichte, Anker,
Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Finger weg von meinen... Schade, ich hatte jetzt gehofft, ich könnte da reingreifen. Und verletze mich dann so, dass ich den Schlüssel für die Hausapotheke kriege. Scheinbar funktioniert das so nicht. Fehlen noch zwei zu. Ach so, ich brauche also erst alle Zutaten. Gut. Tonis Hütte war ich, Dorfzentrum war ich auch, da geht's auch nicht rein. Hilft mir die Gasse dabei? Anek hat Kaffee. Hallo nochmal. Hi, Rufo. Genau. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Oh. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, nee, ist klar. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Da besteht keine Flucht. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr... Gott sei Dank bin ich ein... Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, okay. Ich weiß zwar gerade nicht, wie es weitergeht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Da ist ein Loch in der Plattform. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen... Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespen. Alles schon gehabt. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Da ist ein Loch in der Platte. Ach Mist, 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 Mist. Was mache ich denn jetzt? Wenn die Bürger von... Hallo, ich habe ein Verbrechen. Hallo, hallo. Na toll. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal.
Ich hoffe ja, dass das, was ich mir gerade denke, was funktionieren könnte, auch funktioniert. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Autsch, das ist ja. Okay. Ich habe eine Ahnung, wie es weitergeht. Muss das wirklich sein? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name. Aber es hilft mir weiter. Es hilft mir definitiv weiter. Schnutzi, puh. Wo ist... Da ist meine Maus. So. Hanek. Hi. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wie war noch gleich? Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Ja, nee, ist klar. Und wahrscheinlich ist genau das jetzt der Name, den der niemals vergessen wird. Schnutzipu. Zu geil. Die Haube hat kein Schloss. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ach, herrlich. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Was sollte ich mitnehmen? Aber nicht mit bloßen. Ach Scheiße, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Kann ich das mit dem Was ich Dartpfeil? hier brauche, ist ein Gefleider. Da habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Freigegeben? Wie langweilig ist das denn? Oh, ich weiß was, ich weiß was. Bezweifle, dass es funktioniert. Ich versuch's Ich trotzdem. kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht. Und Scheiße. Da besteht keine. Was war das? Da unten kann ich ja auch Tür ist nichts bereits machen. offen. Bei Wenzel gibt es nichts. Bei mein Proviant habe ich bereits verloren. Tonis Hütte. Die Luftballons lagern hier offen. Ich frage mich, für welchen Zweck und warum auf einigen. Ich würde die Luftballons eigentlich ganz gerne mitnehmen.
Goal, Gizmo. Komm, reden wir mal mit Dr. Gizmo. Dr. Gizmo, was denn? Können Sie mich an... Nein, aber... Menno. Dachte ich mir schon. Wirklich gar... Gut, die Uhr kann ich auch nicht klauen. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Haben die Richtungen, in die die Magnete zeigen, irgendeine Bewandtnis? Tonys Laden ins Rathaus. Hier ist nichts passiert. Okay. Also ich meine jetzt diese... Die beiden zeigen nach unten, der zeigt nach links. Hat wahrscheinlich nichts zu sagen, oder? Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Und wieder nichts passiert. Oha, das Sprengsignal. Mann. Hier ist nichts passiert. Okay, wisst ihr was? Wir machen mal eine ganz kurze Pinkelpause. Ich muss nämlich gerade mal pinkeln. Zwei Minuten, dann geht es aber auch schon weiter. Also länger brauche ich tatsächlich nicht. Bis gleich.
So, Freunde, da bin ich auch schon wieder. Ich sag doch, dass es das schnell geht. So. Habe ich irgendwas in Lonzos Kneipe übersehen? Wahrscheinlich nicht, er macht ja eh nur den Espresso, genau. Roter vor. Für den Stier. Alles klar. Das wird doch jetzt. Das wird doch jetzt unmöglich funktionieren, oder? Nein, das kann nicht funktionieren. Dieses Schild hat mehr beachtet. Ich meine, es ist. Und sie trinkt. Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörr? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Ich will das jetzt ausprobieren. Ich werde nie wieder, das ist unter. Was nutzt der beste Matador, wenn. Für Deponia ist der die Aftershow. Toro! Hm. Okay. Schön. Also das habe ich schon mal herausgefunden, ja. Hätte ich aber auch gleich drauf kommen können, oder was meint ihr? Ich will noch mal in die Notfallstation. Ich will noch mal gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. Da ist Lachgas. Aber wieso kann ich denn keinen von den Ballons mitnehmen? Oder kann ich die mitnehmen? Jetzt mal im Ernst, kann ich die mitnehmen? Ja, ich kann die mitnehmen. Man muss nur den richtigen Pixel treffen. Meine Fresse, manchmal bin ich aber auch echt doof.